Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Jo, wir dachten uns, gut, wir produzieren jetzt was vor. Also statt nur eine Runde gibt's zwei Runden Aufnahme. Immer noch am Start sind der Kiwi und der Let's Unicorn. Der, ja, Let's Unicorn macht alles andere, nur nicht dasselbe wie wir. Das stimmt. Man weiß auch recht falsch verstehen. Ja, sorry, aber ne, man könnte jetzt auch denken, dass du auf den Pornoseiten unterwegs bist. Nein, doch nicht. Naja. Immer noch mit am Start, derselbe Monster Punch läuft bei uns. Und Kiwi macht natürlich hier die Rasur seines Lebens. Ja, guckt euch das an. Danke, danke, danke dafür, Alblali. Schöner Pass. War wirklich schön. Konnte ich chillig reinmachen. Ja, wir legen doch jetzt einfach eine Minecraft-Runde. Minecraft aufnehmen. Will ich Müssen denn wir mal jetzt eine Minecraft Pause aufnehmen? aufnehmen? Shit. Nein, aber was soll ich denn überhaupt aufnehmen, wenn ich mal aufnehmen? Da gibt's Warte. aufnehmen. Ah! Ah, mein Fehler. Ja. Ich hätte ihn so reinmachen können. Oh, Trolling. Guckt euch das an, das sehe ich gern. Und wie ich den wieder mit der Seite geführt habe, ne? Sehr schön. Ja. Meine lieben Zocker-Junkies, Thema gerade eben war allerdings auch, punkto jetzt auch, warum wir hier das Video noch machen, vorproduzieren. Hättet ihr dazu Lust, dass wieder jeden Tag 2 bis 3 Videos kommen? Und dann lasst es mich mit einem Like wissen. Oder schreibt doch mal in die Kommentare. Uiuiui, das Essen. Ich habe heute Nudeln mit gehacktes Käse überbacken und einer leckeren Rahmsoße gegessen. Und Monster macht jetzt ein bisschen Schäumi Schäumi. Also, wenn, lasst mir in den Kommentaren, also schreibt mir einen Kommentar, damit ich weiß, was ihr so abfeiern würdet, wie viele Videos in etwa ihr sehen würdet am Tag oder in der Woche. Schreibt mir irgendwas rein, ich kann das Ganze auch ein bisschen ausrechnen. Aber jetzt nicht bitte auf Jahreszeiten oder Monatszeit, sondern wirklich maximal so in der Woche. Ne? Wenn ihr mal sagt, okay, jetzt ich hätte liebend Also ich gern würde mich freuen, wenn du in der Woche 60 Videos machst. 60 Videos 60 hochlädst. Videos. Dann wäre Ja. ich alleine damit beschäftigt, einmal in der Woche fast alles aufzunehmen, was ich so zocke. Also kein unmögliches Ding. Dann würdest du hochladen, während du ein Video drehst, Mann. Nein. Also in der Woche Ungefähr. 60, in der Woche 60 Videos, so, das würde ich dann aufteilen. Das ist alles eine mathematische Frage. So. Aber allerdings würde ich einen Tag lang nur aufnehmen. Da würde ich nichts anderes mehr tun. Und da müsste ich echt aufpassen, dass ich nicht also, ne, dass ich das Ganze, wie Sheldon sagen würde, sogar einen Toilettenplan habe. Ne, das müsste dann reduziert werden. Fuck. Aber 60 Videos wären auch nicht unmöglich. Nur dann würde es einen Tag in der Woche geben, wo ich nur aufnehmen würde. Hätte ich keine Zeit für irgendwas Real-Life-mäßiges. Wahrscheinlich würde ich dann auch noch ein Real-Life-Video zwischendurch aufnehmen, nur um irgendwie dann irgendwas dazwischen zu füllen. Ach, muss er jetzt bumpen, Alter? Scheiß Mistgestalt. Wenn er nicht fair spielt, hier, jetzt hau das Ding da rein. Alter Schwede, bist du schwul. Hä? Lol. Wie komisch der auch immer da angetanzt kam.
stelle mich mal hier hinter. Nein, aber lasst mich, wenn ihr das haben wollt, dass ich starte jetzt einen Stream mit einem Spiel, was richtig behindert ist, und das nennt sich Paradise Bay. Wenn ihr also es haben wollt, dass wieder mehr Videos kommen, dann also am Tag, dann lasst mir ein Like da, und in welcher Form, wie auch immer, ZB mit dem Upload-Dings, ach, fick dich, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, eure Meinung und Ideen dazu, kann man ja teilen und verarbeiten, lasst es mich wissen. Das wäre auf jeden Fall super. Boah, wieder 10 Stunden, gefühlte 10 Stunden gebraucht, um ein Thema anzuquatschen, Alter. Das beweist wieder mal Skill. Vor allen Dingen meine Satzbildung wieder für den Arsch. So. Aber gut. Boah, beste Aufnahme, Alter. Ja. Nichts funktioniert, Alter. So wie gestern? Nein, nein. Schlimmer. Schlimmer? Ach so. Nee, kann gar nicht, Alter. Doch, du nimmst auf und wir sind an Eskalieren. Alter, ich will ja gerade Paradise Bay aufnehmen, ne? Ja, hast so, du jedenfalls gesagt. Ja, jetzt bin ich gerade dabei. Hab das eingestellt. Jetzt bin ich in dem Spiel drin. Guck bei OBS, was da gerade passiert. Ich kann mit meiner Maus malen, ohne irgendwas zu machen, weil es macht Millionen von Abdrücken von der Maus. Aber ich war der Maus. Und er ist drin. Schön. Ja. Ach, stopp, ja. Let's Unicorn malt, werden wir, ja, Tore machen. 7-1. Okay. Ich nehme das jetzt einfach so auf. Guten Abend, meine lieben Let's Unicorners. Wir werden heute mal ein neues Spiel ausprobieren. Das nennt sich Paradise Bay. Das wurde mir vorgeschlagen von Google. Von Google. Deswegen, wir starten jetzt mal. Ich habe leider schon etwas vom Text weggemacht, aber das liest sowieso ja keiner. Erstmal gucken, was es so alles gibt. Es ist irgendwie Clash of Clans, nur ohne Kämpfen. Man weiß es ja nicht, man weiß es nicht. Und übrigens, dabei im Teamspeak ist noch der Kiwi und der Anubis. Anubis von dem letzten Video auch wieder dabei. Vor allen Dingen, jetzt ist eine Aufnahme in einer Aufnahme. Ja, Aufnahme in der Aufnahme, passt doch. Naja, dann können die sich ab dieser Stelle, wo du anfängst zu quatschen, sich die Videos nebeneinander setzen und ja, dann ne? So, ich hab eh keine Hobbys, Bild im Bild, yeah! Ich hab eh keine Hobbys, wir können uns das einfach gleichzeitig angucken, da und da. Wir sind bescheuert eigentlich, wir sind einfach bescheuert. Nee, du hast einfach ein Timing-Gefühl, was echt, naja, jemand, der gar kein Timing hat, ja, und auch kein Rhythmusgefühl, so wie Cartman es sagen würde, ja, hat mehr Rhythmusgefühl als du. Warum? Weil ich meine Aufnahme einfach viel zu spät gestartet habe, vielleicht. Nee, weil du vielleicht hättest eventuell auch sagen können, okay, wenn ich jetzt, wenn, ne, der Anubis jetzt fertig ist, dann hätte ich sagen können, okay, lass doch was aufnehmen. Ich mach das gleichzeitig, das geht schneller. Nee, nicht gleichzeitig, sondern nachdem Anubis schon gefühlt seine Aufnahme 10 Minuten am Laufen hat, gehe ich dann mal hin mittendrin und mach dann auch. Ja, was denn? Es ist doch gut so. Man muss ja auch mal ein bisschen was nicht so ordentliches drin haben, ne? Ja, einfach random Game Facts, ne? Ja, normal. Frodos, Grüße gehen welcher raus. Welcher Mensch spielt denn? Vor allen Dingen wieder diese Satz. Welcher Mensch denkt denn nach, wenn der eine spontane Aufnahme macht? Jaja, typisch RTL. Ja, wie RTL? Gamer können nicht denken. Gamer sind ungewaschen. RTL ja. Sagt, wir machen. Ja, Mann. Gamer sind ungewaschen. Gamer können nichts. Gamer gehen die waschen. Gamer haben keine Sekunden. Ich habe eigentlich noch unten meine Waschmaschine liegen. Sollte die Wäsche eventuell mal rausholen. Ne, Leute? Gamer haben keine, wie heißt? Gamer können nichts und so.
Dir kann jetzt keine Antwort drauf geben. Ne, aber du stellst das so, als wärst du gerade am Stream und als könnte dir in 3 Sekunden jemand eine Antwort drauf geben. Ja, bei genau. Was? Ja, hier bei deiner Aufnahme. Das ist lustig. Ja, Gamer sagen doch immer, diese ganzen Leute sagen doch immer, Gamer können nichts, Mann. Gamer sind einfach nur, die machen nichts, die haben kein Privatleben, die sind nur am Zocken. Nein, aber du hast das gerade so gemacht, als würdest du jemanden im Stream oder so eine Frage stellen und das ist lustig. Weil keiner. Ja, wollen die mir in die Kommentare schreiben. Ja, aber ne, du hast es so getan, als würdest du gerade streamen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und das hast du gestern auch schon getan. Das ist geil. Ich muss auf jeden Fall sagen. Jo. Es macht Spaß. Es ist zwar ziemlich gut und so. Vielleicht langweilig noch. Vielleicht wird es ja später mal besser. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das weiterhin führen soll, das Spiel. Ob ich einfach weiterhin aufnehmen soll oder einfach lieber sein lassen. War jetzt auch nur so zum Testen. Nein, warum springe ich denn mit einer Drehung? Ich bin behindert, egal, da ist ein Tor, danke. Ich muss schon sagen, es ist lustig. Hat was. Hat's auch eine Pizza? Nein, aber diese Einführung ist ganz lustig. Nur wenn das Spiel eine Pizza hat, ist es wirklich gut. Jedes gute Spiel hat eine Pizza. Ja. Legends hat auch eine Pizza, ist auch voll gut. Rocket League hat eine Pizza, okay, Rocket League ist nicht gut, das ist einfach nur zeitvertreibmäßig. Rocket League hatte, glaube ich, mal eine Antenne mit einer Pizza. Ja, hat es, gibt hat es. Immer noch. Hat sie immer noch, wollte ich siehst du? Pizza. Jedes gute Spiel hat eine Pizza. Im ja, okay. Video davor habe ich es noch als Scheiße und gerade mal in der Beta-Phase betitelt, aber jetzt, weil ich weiß. Und jetzt? Hä? Das ist ein gutes Spiel, weil es hat eine Pizza-Antenne. Zack, ich spring daneben. Ja, nee, ist klar. Immer wieder Fische verkaufen. Yay. Ich muss schon sagen, das ist ein echt komisches Spiel, ganz ehrlich. Und der ist drin. Schön. Wir gewinnen gerade nur, weil Kiwi irgendwie aus Langeweile Tore macht. Mhm. Sei doch froh, dass ihr gewinnt, als dass ihr verliert. Ja, nein, aber ich denke mir so, der normalerweise, wenn Kiwi Spaß am Spiel hat, dann geht der hin, hebt den Ball, keine Ahnung auf welche Art und Weise hoch, trollt die Gegner bis zum geht nicht mehr. Wenn er Langeweile hat, dann fährt er einfach nur an den Gegnern vorbei. Kann man mal machen, ne? No! Das ist anscheinend echt ein wirklich nices. Macht Spaß, das guter ist Pass. Ausgefallen. Zeigt der erste Leaf. Ziemlich nicht schlecht aus. Ziemlich schlecht, ja, nein. Ich hab ja, einen Tor gut, gemacht. Ich muss schon sagen, das sieht echt gut aus eigentlich. Ich hab ein Tor gemacht, da vibriert. Dafür, dass es das Handy ist. Dafür, dass es jetzt am Computer spielt. Ja. Vor allen Dingen, was auch wieder so genial ist, jemand redet. Er muss unbedingt auch reden. Er muss sich gar nicht. Ich habe zweimal meine Aussage wiederholen müssen. So. Ich glaube, ich habe jetzt. Gar nicht. Nein, einfach nicht. Ich habe, glaube ich, den Titel für dieses Video. Wir. Welchen denn? Ja. Let's Play School for Newbies oder Let's Play Schule für Anfänger. Eigentlich beides derselbe Titel, aber gut. Ich habe ihn geblockt. Pass auf. Wie nennt man das beim Football? Gecheckt. Bomb, Alter. Ja, ich habe ihn weggecheckt. Ich habe gesaved. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Komischerweise, voll viele dachten,
dass sie mich nach dem vergangenen... Oh, Alter, der war so Zucker, ne? Und Kiwi hat so eine Langeweile. Nö, das ist mir zu einfach. Wir liegen 6-1. Vorne, da kann ich das Bällchen auch so reinmachen. So, Rache süß. Ja, warum nicht, ne? Ja, Fallrückzieher. Komm, wir geben einfach mal 5 von den Dingern aus. Summ, Alter, der Ball, Alter. Gibt einfach mal Gas. Und ziehen wir mal etwas Holz hier. Hauptsache, Kiwi und ich spielen jetzt mit Absicht gegeneinander. Ja, weil... ja, also irgendwie stehen wir uns jetzt gegenseitig im Weg. Weil es 6-3 steht. 2 Tore hab ich gemacht. Für ihn. Noch ein. Ja, der Typ ist so unfähig, um selber ein Tor zu machen. Meine schönen Zockerfreunde, ich muss euch sagen, ich hasse ungerade Zahlen. Das heißt, wenn ihr mir irgendwann Geld schenkt, zum Beispiel die Paysafe-Karten, das ist die einfachste Methode bei mir im Moment. Bitte immer 10 Euro oder 20 Euro, keine. Einfach keine, wie es. 5 Euro Karten, mag ich nicht. Aber ich muss jetzt sagen, das war's von diesem Video, meine lieben Soccer-Junkies. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Liken nicht vergessen bei Base Life World und nicht bei Let's Unicorn. Doch, bei Let's Unicorn auch. Ja. Bei Let's Unicorn, ey. Und schaut bei mir vorbei auf jeden Fall. Ja, also. Sehr wichtig. Ohne mich kann Base Life das gar nicht mehr schaffen. Ich bin lebenswichtig für ihn. Bis zum nächsten Mal. Und wir sind raus.